Bauer sucht Frau Hochzeiten, alle 34 Ehepaare auf einen Blick. Bereits seit Jahren spielen Inka Bause und ihre Mannen von RTL erfolgreich Amour. So konnten sich die Zuschauer bei Bauer sucht Frau bislang über sage und schreibe 34 Hochzeiten freuen. Welche liebenswerten Paare sind bis heute den Bund fürs Leben eingegangen? Und wer ist aus der letzten Staffel noch zusammen? Bereits seit 2005 begeben sich zahlreiche deutsche Landwirte bei RTL auf die abenteuerlustige Suche nach der großen Liebe. Mit Bauer sucht Frau ist dem TV-Sender ein wahrer Glücksgriff gelungen. Nicht nur die Einschaltquoten sind nach so vielen Staffeln noch immer vielversprechend, sondern auch die Liebesbilanz bei den Paaren kann sich wirklich sehen lassen. So gab es von 2005 bis 2021 bei Bauer sucht Frau 34 Hochzeiten auf dem Land zu feiern. Welche der liebenswerten Landwirte hat Inka Bause bis heute unter die Haube gebracht? Bauer sucht Frau, diese Paare heirateten 2021, 2020 und 2019. Seit Jahren verkuppelt Inka Bause fleißig einsame Herzen auf RTL, obwohl sie selbst kein Glück in der Liebe hat. Mal romantisch, mal emotional und manchmal auch ziemlich verrückt ging es zu, doch am Ende fanden zahlreiche Töpfe den passenden Deckel. Mit der Eheschließung von Rinderzüchter Christian und seiner Barbara fand im Oktober 2019 bereits die sage und schreibe 32. Hochzeit bei Bauer sucht Frau statt. Das Paar lernte sich 2016 beim legendären Scheunenfest kennen und lieben. Seither sind der Bauer und seine Auserwählte ein Herz und eine Seele. Obwohl Christian eigentlich nie Heiratspläne geschmiedet hat, hat er es am Ende doch getan. Mit Barbara hat der Bauer seine große Liebe gefunden und geheiratet. 2022 erneuerten sie sogar noch einmal ihr Jawort. Wir sind unfassbar glücklich, dass wir den 18. Juni 2022 als den Tag bezeichnen können, wo wir uns zum zweiten Mal in einer feierlichen, wunderschönen und emotionalen kirchlichen Trauung nochmal das Jawort durch unseren Pfarrer Martin Klein und vor allen Menschen, die uns wichtig sind und vor Gott geben durften. Im April 2020 reihten sich auch noch Jörn und Olivia mit ihrer intimen Hochzeit in Namibia in die ewige Liste der Ehepaare von Bauer sucht Frau ein. Eigentlich planten der Farmer und die gebürtige Polin ein rauschendes Fest, doch dann machte ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung, geheiratet wurde trotzdem. Im Juli 2023 läuteten dann auch für das Traumpaar der 17. Staffel, Vanessa und Nils, die Hochzeitsglocken. Nachdem sie sich 2021 bei Bauer sucht Frau lieben lernten, ließen sie ihre Hochzeit auch von Kamera-Teams begleiten und auf RTL, um die Weihnachtszeit 2023, einige Ausschnitte ihrer Traumhochzeit ausstrahlen. Alle Bauer sucht Frau Hochzeiten auf einen Blick. Noch erfreulicher ist die frohe Botschaft, dass die Tendenz zum Heiraten bei Bauer sucht Frau weiterhin steigt. Während Eheschließungen in der Gesellschaft abnehmen, sind die Bauern fleißig am Hochzeiten planen. Besonders häufig hat es im Jahr 2018 gefunkt. Neben Gottfried und Martina, die gemeinsam den Verlust ihrer verstorbenen Ehepartner bewältigt haben, läuteten bei 6 weiteren Paaren die Hochzeitsglocken. Doch auch das Jahr 2019 kann sich sehen lassen, denn es gaben sich 4 glückliche Paare das Jawort.
2020 trat nur ein Paar vor den Altar, sowie auch 2021.